So, zugeschaltet ist jetzt aus dem südafrikanischen Kapstadt Professor Wolfgang Preisser, Virologe von der oder an der Stellenbosch University. Willkommen und guten Tag bei Welt. Und man kann schon sagen, Herr Preisser, noch näher dran sind eigentlich weniger an Omikron, weil Sie haben sehr intensiv damit zu tun. Und jetzt erleben wir in Europa zumindest eine unwahrscheinlich hektische Betriebsamkeit ob Omikron. Ist das angebracht? Ich denke ja. Also wir haben gesehen, wie Omikron sich binnen weniger Wochen von sehr niedrigem Infektionsniveau wirklich hier enorm schnell ausgebreitet hat. Inzwischen im ganzen Land mit Abstand das vorherrschende Virus ist und Rekordzahlen an Neuinfektionen hervorruft. Die gute Nachricht ist, dass die Krankenhauseinweisungen und die schweren Erkrankungen hier im Vergleich zu den früheren Wellen etwas hinterherhinken. Das liegt nicht unbedingt an dem Virus selber. Das liegt vermutlich daran, dass doch ein großer Teil der Südafrikaner, wenn schon nicht geimpft, etwa ein Drittel der Erwachsenen sind geimpft, dann doch aber oft eine Infektion schon durchgemacht hat und deswegen eine gewisse Immunität bereits hat, was dann schwere Infektionen verhindert. Ich muss allerdings sagen, wir sehen jetzt auch zunehmend Einweisungen auf Intensivstationen und Patienten, die sauerstoffpflichtig werden. Und bei denen sind es fast ausschließlich solche, die eine Impfung bislang nicht wahrgenommen haben. Also genau das, was wir befürchtet haben, das scheint sich zu bewahrheiten. Reden wir noch mal drüber, Herr Professor, worin sich denn Omikron unterscheidet von den bisher bekannten Mutationen, die vorherrschend waren und jetzt eben abgelöst werden aktuell durch Omikron? Ja. Also Omikron hat noch mehr von diesen Mutationen, die es ihm erlauben, eine Immunantwort zu unterlaufen oder ihr auszuweichen. Das hatten wir ja schon vermutet, als wir die genetische das Muster des Virus gesehen haben. Es hat sich inzwischen bestätigt, sowohl in Laborexperimenten als auch im wahren Leben. Also wir haben hier selber eine Gruppe von Wiederinfizierten, von Durchbruchinfektionen gesehen und eine Populationsweite, also was ganz Südafrika beinhaltet, Studie zeigt auch, dass sowohl erneute Infektionen, also Zweitinfektionen mit Omikron und auch Durchbruchinfektionen bei Geimpften viel häufiger vorkommen, als es bei den früheren Virusvarianten der Fall war. Also dieses Virus ist tatsächlich in der Lage, der Immunantwort auszuweichen und Durchbruch bzw. Reinfektionen hervorzurufen, die oft dann nicht so schwer verlaufen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass sehr viele Leute infiziert, dass selbst wenn relativ gesehen weniger schwer erkranken, dass dann trotzdem die Patientenzahlen insgesamt natürlich steil ansteigen. Und das sehen wir jetzt gerade hier in Südafrika. Herr Preisser, welchen Schutz bieten denn die Impfstoffe, die in Europa vorherrschend sind? Wie ist das einzuschätzen, auch was dann den Verlauf einer Infektion mit Omikron betrifft? Also man muss ganz klar sagen, vieles sehen wir jetzt erst. Also es ist noch relativ früh und wir wissen bestimmt noch nicht alles, aber Laboruntersuchungen und eben auch die begrenzten klinischen Erfahrungen bislang legen wirklich nahe, dass der bestmögliche Impfschutz gerade gut genug ist. Ideal ist er auch dann nicht. Dringend anzuempfehlen ist die Boosterimpfung für alle, die sie haben können, die sicherlich dann den Wert der Antikörper Titer entscheidend erhöht und sicherlich, das drückt sich dann auch in einem verminderten Risiko einer schweren Erkrankung. Und daneben muss man natürlich, bis dann irgendwann in einigen Monaten ein an Omikron angepasster Impfstoff zur Verfügung steht, das wäre sicherlich sehr wünschenswert, bis dahin heißt es aber weiterhin auch die anderen Maßnahmen verschärft einzuhalten, denn dieses Virus breitet sich sehr schnell aus. Das heißt also etwas, womit man bei dem ursprünglichen Coronavirus noch ganz gut fuhr, was dann auch bei den späteren Varianten noch gut funktioniert hat, das ist für Omikron möglicherweise nicht gut genug. Das Virus ist schon sehr ansteckend und kann eben auch eine Immunität zum Teil unterlaufen. Das heißt, auch eine Impfung ist keine Garantie, dass man nicht infiziert werden kann. Wenn Sie mit dem Blick von Südafrika auf Europa gucken, was steht uns in den nächsten Tagen und Wochen bevor? Also ich fürchte, es ist tatsächlich so, das Virus ist schon in Europa angekommen und verbreitet sich dort. Ich glaube, Großbritannien hat das ja bereits, erlebt es ja bereits und ich glaube, und Dänemark und andere Länder werden das auch sehen. Inwieweit die jetzigen Maßnahmen noch die weitere Ausbreitung etwas verlangsamen können, ist die große Frage.
Ich wünsche mir auch, dass die Reiseunterbrechungen jetzt aus dem südlichen Afrika dann wieder abgeschafft werden, denn die sind jetzt wirklich zu spät, die werden jetzt nichts mehr bringen. Ich denke, sie müssen sich auf eine Infektionswelle vorbereiten und ich wünsche mir sehr, dass möglichst viele das auch als, ja, als letzte Warnung quasi verstehen, sich tatsächlich jetzt impfen bzw. auffrischen zu lassen, denn das ist im Moment das Beste, was man machen kann, um sich gegen Omikron einigermaßen zu wappnen. Und ansonsten, wie gesagt, die Kontaktbeschränkungen, Masken tragen und so weiter, all diese Maßnahmen werden leider jetzt nochmal beibehalten werden müssen und vermutlich sogar noch wichtiger werden, als sie es bisher sind. Diese Worte in die Ohren derer, die immer noch an eine Weltverschwörung glauben. Das war aus Südafrika zugeschaltet, aus Kapstadt, Professor Wolfgang Preisser, Virologe an der Stellenbosch University. Recht vielen Dank für das Gespräch, Herr Preisser. Danke Ihnen.